Konstantin, woher hast du denn genau die Inspiration für dein Album genommen? Das, wenn ich immer wüsste, woher man seine Inspiration nimmt, dann wäre ich ein gesegneter Mensch. Die Inspiration, die muss kommen, die muss passieren. Und man kann sich manchmal aufbereiten dazu. Aber den Trick, wie man sich wirklich inspirieren kann, den gibt's nicht. Gut. Gab es denn gewisse Einflüsse? Es gibt immer Einflüsse, also gerade beim Texten. Ich meine, ich bin beeinflusst von meinen Großmeistern, Rilke, Ben, Goethe, Erich Kästner, Brecht. Ja, ich könnte so viel aufzählen. Und sicher ist auf dem Album zum Beispiel der Einfluss von Brecht. Von Brecht ist ganz deutlich zu spüren in dem Lied Der Virus. Ne? Da zitiere ich ihn auch, ein Schiff mit 8 Segeln. Und in einem anderen ist auch nochmal Brecht zu spüren, wenn ich, wird auch zitieren, das wusste schon der alte Brecht, die Welt ist wirklich nicht gerecht. Armer Mann trifft reichen Mann, beide sehen sich lange an. Plötzlich sagt der Arme bleich, wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. Sehr schön. Mit Ihren teilweise politischen Texten, möchten Sie damit auch eventuell eine gewisse Message vermitteln an die beispielsweise jüngeren Menschen? Naja, ich würde mich freuen, wenn eine Message vermittelt würde, aber es ist nicht das Anliegen in erster Linie, wenn ich was schreibe, eine Message zu vermitteln. Dann wäre ich ein anderer Künstler, dann hätte ich immer schon andere Sachen gemacht. Es gab diese politischen Sänger, die unbedingt eine Message raushauen wollten. Ich bin gegen jede Form von Missionierung. Ja, ich mag es nicht, wenn Kirchen missionieren, und ich mag keinen Alleinwahrheitsanspruch, egal ob in der Politik oder in der Religion. In erster Linie versuche ich mich auszudrücken. Ich versuche mich politisch auszudrücken, das, was ich politisch auch erfahren habe und auch erlernt habe. Und es wird mich natürlich freuen, wenn dabei rauskäme, dass auch jüngere Leute jetzt beginnen, sich wirklich zu informieren. Denn ich glaube, wenn man politisch wirklich informiert ist, dann kann man nicht mehr so viel Blödsinn machen, wie zurzeit gemacht wird. Hast du ein Lebensmotto? Ja, ich könnte fast sagen, das Motto eines Liedes von mir, das ich an die Weiße Rose geschrieben habe, für die Weiße Rose. Es geht ums Tun und nicht ums Siegen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir immer glauben, wir müssen siegen, wir müssen immer Erfolg haben. Und wir alle wissen, auch Sie wissen bereits wahrscheinlich schon, oder du weißt es schon, wenn wir uns schon duzen. Gut, und du weißt das wahrscheinlich auch schon in deinen jungen Jahren, dass das Leben auch aus Niederlagen besteht, durchaus. Und dass es wichtig ist, dazu zu stehen. Ich habe extra ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Kunst des Scheiterns. Ja. Und wenn... Jetzt haben wir den Faden verloren. Wo haben wir angefangen? Faden verloren. Ja, ein Lebensmotto. Lebensmotto. Ah, ja, genau. Es geht ums Tun, nicht ums Siegen. Ich habe jetzt schon so viel geredet, jetzt habe ich einen Faden. Also gut. Es geht ums Tun, nicht... Ja, es ist ganz wichtig, dass man weiß, dass man nicht immer siegen kann, und vielleicht muss auch das Siegen gar nicht immer im Vordergrund sein. Es gibt allerdings dann Momente, das habe ich jetzt in Dresden erlebt, als wir wieder erfolgreich die Nazis vertreiben konnten auf ihrem Marsch durch Dresden. Und dann kam ein Freund von mir und hat gesagt, gell Konstantin, manchmal ist schon auch ganz gut, wenn man siegt und nicht nur tut. Muss ich sagen. Hat gut getan. Was hat dich zum Buddhismus geführt? Ganz wichtig. Ich bin interessanterweise über die christliche Mystik zum Buddhismus gekommen. Ich kam mit dem Christentum nicht mehr klar, ich bin aus der Kirche ausgetreten, ich kam mit der katholischen Kirche nicht mehr klar, habe mit meiner Generation zu tun. Ich habe als Kind unangenehme Religionslehrer gehabt, die alle zum Teil noch Nazis waren. Und das war nicht so schön. Und wie gesagt, ich mag den Absolutheitsanspruch der Religionen nicht, diese alleinselig machende Herrlichkeit. Nur wer Katholik ist, kommt in den Himmel, nur wer... Islamist ist auf der richtigen Seite. Das hat zu so viel Leid und Ärger und Kriegen geführt. Und dann habe ich aber in der christlichen Mystik über Meister Eckhart und über die wunderbare Teresa von Avila, als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, dass natürlich man das Christentum ganz anders als aus der kirchlichen Doktrin heraus behandeln, auffassen kann. Habe auch das Beten wieder gelernt dadurch und erlernt. Und dann kam ich zum Buddhismus, weil da es viel Verbindung gibt zwischen der christlichen Mystik und dem Buddhismus. Und ich sehe den Buddhismus nicht als Religion, sondern als eine konkrete, wunderbare, hochpsychologisch einfühlsame Lebenshilfe.
Die letzte Frage wäre, was bedeutet für dich Anarchie? Gerade mit meinem kleinen Sohn darüber geredet, er hat gesagt, aber Papa, du sagst immer, du bist Anarchist, aber die Oma hat neulich gesagt, das ist doch alles nur Unordnung und Aufruhr und also gar nichts Gutes. Dann sage ich, ja, das kann sein, dass es so gesehen wird, aber für mich ist die Anarchie eine Utopie einer herrschaftsfreien Gesellschaft, eine nicht patriarchale Gesellschaft, eine Gesellschaft des Miteinanders. Und die Sehnsucht des Anarchisten, und Anarchie wird nie eine Ideologie sein, dann ist es keine Anarchie mehr. Ja. Die Sehnsucht eines anarchisch denkenden Menschen ist, sich immer wieder neu beeinflussen zu lassen, neu zu entwickeln und dass der Mensch so weit ist und so reif ist und so empathisch ist, dass er keinen Herrn über sich braucht. Vielleicht ist es erst in einigen Jahrtausenden zu verwirklichen. Aber man sollte ja Utopien auch haben, wenn sie vielleicht sogar gar nicht zu verwirklichen sind. Dann bedanke ich mich herzlich, Konstantin.